Sehr schön. Jetzt fragen wir uns alle, Sie schauen blendend aus, sind noch so fit. Es gibt bestimmt ein kleines Geheimnis. Ich habe es gelesen, es hat mit Getränken zu tun. Geheimnis? Nein, dass ich natürlich nie zu einem Schönheitschirurgen gehen werde. Um Gottes Willen. Stellt ihr euch vor. Nein, furchtbar. Aber Ernährung oder Bewegung, Medikamente, irgendwas? Nur, ich gehe mit 100 Jahren jeden Tag alleine mit meinem Wägelchen eine Stunde in München und einen Häuserblock. Und wenn ich mich so alle 100 Meter mal hinsetze, werde ich sofort angesprochen. Meistens Ausländer. Irgendeine gestern gesagt, soll ich holen, Doktor? Nein, machen Sie nicht. Ich muss nur die Augen zumachen. Ach Gottchen. Ein bisschen und dann geht's wieder weiter. Ein bisschen Sherry, stimmt es, dass Sie ab und zu so einen kleinen Sherry trinken? Dass es, dass Sie ich trinke jeden Tag Sherry zum Mittag. Das gehört dazu. Da freue ich mich schon, da kommt der Peter, kommt. Dann wird vor dem Mittagessen Sherry geben. Sehr gut. Fotografieren ist natürlich jetzt, war Ihr Leben oder ist Ihr Leben. Wir sehen hier wunderbare Bilder. Wie ging es denn los mit der Fotografie? Wie sind Sie dazu gekommen? Ja, das kann ich nicht sagen. Hier war ich 9 Jahre alt und da habe ich mir eine Kamera gewünscht, weil eine Tante von mir so wunderbare Aufnahmen in Indien beim Maharaja macht. Die habe ich dann bekommen. Und dann ging es los mit der Karriere. Jetzt haben Sie einen wunderbaren Spitznamen. Auch die Geschichte ist sehr schön. Wie sind Sie denn zur Mamarazza gekommen? Ja, die Caroline Monaco hat gesagt, Money, you are not a paparazzi, you are Mamarazza. Haben Sie sich gefreut? Das ist schon ein Kompliment, oder? Gunter Sachs ist auch ein großer Fanfreund und großer Fan gewesen. Was hat der denn? Der war ganz begeistert auch von Ihren Fotografien. Der hat auch mal was gesagt, was Ihre Fotos so besonders macht. Nein. Gunter Sachs war mein bester Freund, hat jeden Tag mit mir telefoniert. Spitzname Förschel, was hast du heute gemacht? Erzähl mir. Und herrlich, den vermisse ich wahnsinnig. Was ist denn Ihr Fotografiegeheimnis? Sie haben so viele interessante Leute vor der Kamera, das hätten andere gar nicht geschafft. Wie haben Sie die denn alle vor die Kamera gelockt? Ganz einfach, waren Freunde von mir und dann einfach drauf los fotografieren. Haben Sie irgendjemanden besonders gern? Ist Ihnen irgendjemand, wo Sie sagen, das war besonders lustig oder ein besonderes Erlebnis mit dem beim Fotografieren? Gibt es da irgendwas? Nein. Kein Lieblingsmodel? Nein, alle gleich, herrlich, wunderbar. Okay. Wir haben Prinz Charles, haben wir auch gerade gesehen. Wie war der denn so? Sehr angenehm und lustig. Alles gut. Gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, das würden Sie noch gern machen, irgendwelche Wünsche, die noch offen sind? Ja, ich habe die ganze Welt mehr oder weniger gesehen, nur Südafrika nicht. Und das tut mir furchtbar leid, weil das wunderschön sein muss und da war ich, verstehe Sie schlecht. Ich bin 100, mir tut nichts weh, kein Knochen, kein Röhren, nichts. Aber seit ein paar Monaten sehe ich ganz schlecht und höre schlecht. Daher weiß ich nicht, was Sie sagen. Ich glaube, das Geheimnis, wie Sie, also was Ihr beim Fotografieren, wie Sie das geschafft haben, dass Sie die Leute in so schönen Situationen fotografieren, haben Sie das praktisch gestellt oder haben Sie das einfach erlebt? Nein, nie gestellt, einfach nur drauf. Aber immer nur, ich habe nie eine unangenehme Situation oder so, da würde ich das Bild gar nicht entwickeln. Ihre Feste waren auch sehr legendär. Sie haben leider damit aufgehört. Was war für Sie selber das Besondere an diesen tollen Festen bei Ihnen? Ich kann gar nicht sagen, weil dass ich alle Freunde um mich hatte und dass alle glücklich waren in Fuschau. Dann habe ich jetzt die letzte Frage. Gibt es denn noch irgendjemanden, den Sie noch gern fotografieren würden oder gern fotografiert hätten, den Sie nicht sozusagen geschafft haben? Nein, alle den hätte. Sie hatten alle vor der Linse, die Sie gern haben wollten. Ja.
Lassen Sie sich selber gern fotografieren? Stört mich überhaupt. Überhaupt nicht. Meine Kinder immer ist keine Fotografen. Warum nicht? Stört mich ja nicht. Familienfoto gestaltet sich wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Wenn man sagt, man macht bei euch ein Familienfoto, da müssen einige mit drauf, oder? Ja, gestern, wo war das gestern? Vorgestern. In Salzburg, in der Galerie, in der Budja. Und wir waren vielleicht 120. Und das ist doch schön, alle zusammen. Dann gratulieren wir dir nochmal herzlich und wünschen Ihnen alles Gute für die nächsten 100, oder? Neujahr. Ja, die Versteigerung der Bilder wird gleich stattfinden. Psst! Ruhe! Die Fürstin hatte gefragt, sind denn meine Bilder hier auch ausgestellt? Ja. Ja, liebe Fürstin, alle Wände sind Ihre Bilder. Rundherum sind Ihre Bilder zu sehen. Es ist in etwa so wie unsere erste Ausstellung 2013 in der Maximilianstraße. Und da ist dieses Bild entstanden. 2013 hatten wir eine große Ausstellung der Fürstin. Sehr viel begehrte Fotos sind verkauft worden. Mein Lieblingsbild ist natürlich dieses hier, was zur Versteigerung ansteht. Das nennt sich Smoke. Es ist für den Raucher gedacht. Ich bin ja, ich trinke ja keinen Alkohol, aber ich rauche. Weiter, das nächste Bild. Ja, Sie werden sich fragen, was so ein Bild in der Galerie kostet. So ein Bild kostet 4.000 Euro. Das ist der Marktwert in der Galerie. Ich hoffe, dass wir diesen Preis auch in der Versteigerung erzielen. Marktwert 18.000 Euro. Zur Versteigerung ist Folgendes zu sagen. Ich stifte ja die Werke. Und deshalb bekomme ich die Spendenquittung. Diejenigen, die es ersteigern, bekommen das Bild. Ah ja, der Wert ist 20.000. Also mal schauen, ob wer das erzielt. Marilyn Monroe von Russell Young. Wunderbar gerahmt, ganz toll.